Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saksuro und das hier ist ein Video zum Thema Licht. Nämlich das Small Rig 60B. Eine 60 Watt Lampe, die man hier zum Beispiel aufgebaut sieht. Sie kommt in diesem Case hier. Dabei ist dann zum Beispiel dieser kleine Schirm hier. Wenn man aber mehr haben möchte, gibt es noch zusätzlich diese Softbox, einen Silikondiffuser oder einen Bowens Mount Adapter, mit dem man dann halt alle gängigen Sachen adaptieren kann, wie zum Beispiel ein Spotlight. Aber hier in dem Video geht es erstmal nur um diese Sachen, die ich hier habe. Hier sieht man es einmal aufgebaut und wofür es später genau gut ist, ob man es dann eher für Video nutzt oder für einen Fotobereich, das sehen wir in diesem Video. Also viel Spaß! Was im Video passiert. Zuallererst ein paar Daten und Zahlen zu dem Licht, dann ein Lichtstärketest, wie das Licht einfach so performt, mit dem Lampenschirm, mit der Softbox, im Vergleich zu einem Aperture MC. Und dann zum Schluss noch ein paar Beispiele mit Models. Kommen wir mal zu ein paar Daten und Zahlen. Das Licht hat eine Maximalleistung von ungefähr 60 Watt. Eine Farbtemperaturwiedergabe von 2700 Kelvin bis 6500 Kelvin. Es hat einen eingebauten Akku, was für mich der Kaufgrund war. Man kann die Betriebsdauer verlängern, indem man eine Powerbank anschließt. Bei voller Leistung hat es eine Betriebsdauer von 45 Minuten und im Eco-Modus sogar 75 Minuten. Durch den integrierten Lüfter, der das Ganze kühlt, gibt es natürlich eine Geräuschentwicklung und die liegt bei 26 Dezibel im normalen Modus oder 23 Dezibel im Eco-Modus. Das Gerät an sich wiegt 650 Gramm, weswegen es ziemlich leicht ist und man es überall mitnehmen kann. Kommen wir zum Lichtstärketest. Einmal zeige ich das Gerät in drei verschiedenen Varianten, an sich ohne irgendwas dran, mit dem Mini-Reflektor und mit der Mini-Softbox. Und dann jeweils die drei Varianten von 0 bis 100 in der Lichtstärke. Ready. Okay. Okay, und go. Wow, Power. Das ist die vollste Stufe. Okay. Nun noch ein kleiner unfairer Vergleich, aber da sieht man mal, wie stark das Licht eigentlich ist, wie stark die 60 Watt von Small Rig sind. Nämlich unten steht ein Aperture MC Licht auf 100% Helligkeit und nun machen wir die Videoleuchte, das Videolicht an mit dem beigelieferten Mini-Reflektor von 0 bis 100%. Kommen wir zu den Beispielen mit Models. Hier im ersten Video und im zweiten ist natürlich kein Model zu sehen, sondern ich. Und da haben wir nachts mit Stahlwolle etwas gemacht. Und die Stahlwolle ist Ambientebeleuchtung und dass man mich gut sehen kann, haben wir das Small Rig Licht auf ein Stativ gestellt und ungefähr mit 20% Helligkeit stärker auf mich leuchten lassen. Und jetzt in Folge gibt es noch ganz viele Beispiele aus weiteren Shootings, wo ich es dabei hatte. Ich habe es halt bei Reisen dabei gehabt, das Small Rig Licht. Ich hatte es mit Berlin mitgenommen, nach Braunschweig und auch in Bielefeld schon genutzt. Und das Ding ist so klein und leicht, dass man es immer mitnehmen kann. Und hier sind dann Beispiele mit Hochkant-Videos, wo ich es im Video benutzt habe und dann dazu auch noch ein paar Fotos.
Das waren nun spannende Beispiele, wo ich das Licht bei Shootings eingesetzt habe, auch am Tag. Aber jetzt kommen wir nochmal zu einer anderen Sache, nämlich wie ich die Umgebung damit beleuchte. Hier einmal die Kirschblüte ohne Licht im Vordergrund und dann habe ich sie angeleuchtet. Also nicht nur für Personen und Porträts ist das Licht geeignet, sondern auch für die Natur, um irgendwelche Pflanzen, Bäume oder Blumen hervorzuheben. Aber man kann damit auch ganze Gebäude beleuchten. Kommen wir mal nun zu meinem Fazit. Also ich finde, wie man im Video gesehen hat, es gibt total gute Ergebnisse im Video, sowohl auch im Fotobereich. Also für mich ist es so ein Gamechanger, das Ding. Na gut, für 220 Euro kriegt man schon eine Menge, aber wenn man dann halt alles ausprobieren oder alles ausreizen möchte, jeden Anwendungszweck, dann könnte schon so ein für 25 Euro der Adapter noch sinnvoll sein oder für 15 Euro der Silikondiffuser oder für 44 Euro die Softbox. Das muss man sich dann auch bewusst sein, dass dann diese Preise noch oben drauf kommen. Aber sagen wir mal, nur 220 Euro das Standardding, damit kann man schon so viel machen und es ist einfach nur genial. Wenn man es mal vergleicht mit dem MC, was ich vorher hatte, dem Aperture MC, das Aperture MC auf 100% ist genauso stark wie jetzt das Morrig bei so 5-7%. Es verändert so viel, ich kann damit viel mehr machen, egal in welcher Situation. Ich werde es jetzt immer dabei haben und es ist einfach nur genial. Also, ich werde es mir auf jeden Fall nochmal kaufen. Ich habe es jetzt ja schon einmal, ich werde es mir vielleicht ein zweites Mal holen oder sogar ein drittes Mal. Das kann man kann nie genug Licht haben, nie genug gutes Licht. Für mich ist das gut. Und wenn man es jetzt mal vergleicht mit jeweiligen Konkurrenten wie Crane, oder wie die heißen, bei dem Syren, da finde ich einfach die Proportionen irgendwie komisch. Es ist so länglich, der Akku sitzt an der Seite und hier ist einfach die Gewichtsverlagerung und das kompakte Design irgendwie genialer. Und hier hat man schon ein Inbuilt-Akku. Bei dem anderen Konkurrenten muss man häufig erst einen Akku noch außen dran machen oder eine Powerbank. Das finde ich ein bisschen umständlich und hier ist es eine super gute Lösung. Da ist schon Akku drin, man muss sich um nichts kümmern und kann aber immer jederzeit noch eine Powerbank anschließen. Genau, also was sagt ihr zu dem Licht? Was sagt ihr zum Video? Gebt mir gerne einen Daumen hoch, schreibt gerne Kommentare. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Magic sets our spirits free.